122 Menschen kamen letztes Jahr in Bayern bei Motorradunfällen ums Leben. Die bayerische Polizei möchte jetzt die Zahl der Unfälle verringern, und zwar mit einem neuen Kamerasystem. Verkehrsminister Joachim Herrmann ist überzeugt, dass so die Straßen sicherer werden. Mit diesem Kamerasystem können wir die Fahrfehler und die vorsätzlichen Verkehrsverstöße von Motorradfahrern klar dokumentieren. Wir können es den Motorradfahrern selbst vorführen. Es dient dann hoffentlich ihrer eigenen Einsicht, dass sie sich falsch verhalten haben. Aber es können in den krassen Fällen natürlich damit auch klare Beweisführungen vor Gericht ermöglicht werden. Die Kameras sind an zivilen Motorrädern der Polizei befestigt. Betätigen die Beamten den Knopf am Lenker, startet die Kamera mit der Aufnahme. Die Polizei darf die Technik aber nur beim konkreten Verdacht anwenden, dass sich kurz darauf ein Verstoß gegen die Verkehrsordnung ereignet. Es wird natürlich nur gespeichert dort, wo es auch zu Verkehrsverstößen gekommen ist. Und wenn ein Polizeimotorradfahrer hier mal stundenlang erfreulicherweise keinen Verstoß festgehalten, dann gibt es auch keinerlei Anlass, irgendetwas weiter zu speichern, und dann wird das auch unverzüglich gelöscht. Die bayerische Polizei erhofft sich durch die neuen Kameras nicht nur weniger Unfälle, sondern auch weniger Verkehrslärm. 7.000 Euro kostet die neue Extraausstattung pro Motorrad. Den Testlauf in Niederbayern hat das System erfolgreich bestanden. Ab sofort werden die Kameras in ganz Bayern eingesetzt.